Auch mit der Öffnung des Kaiserhofknotens bleibt das Netz im Großen und Ganzen stabil. Die Straßenbahnlinien fahren wie gewohnt. Änderungen gibt es bei den Buslinien B1 und B3 sowie den Linien 22, 23 und 32. Darüber wird seit einiger Zeit umfassend informiert. Das kommt an bei den Fahrgästen. Die Stimmung ist dementsprechend gut. Die Fahrgäste sind gelassen. Die Stimmung ist sehr gut. Das berichten uns unsere Fahrer von Straßenbahn und Bus. Ich hoffe, dass es so bleibt. Wir tun ja auch alles, die Fahrgäste zu informieren. Und jeder Fahrgast weiß, es wird besser. Es lohnt sich, das eine Jahr noch zu überstehen. Allen, die in den nächsten Tagen rund um die kommende Umstellung unsicher sind, stehen Sympathen und SWA-Teams in bewährter Art und Weise unterstützend zur Seite. Unter dem Motto Bürger informieren Bürger engagieren sich, wie bereits bei der Umstellung auf den Ersatzplan im März, die beiden Sympathen Patricia Peters und Eckhard Wörner ehrenamtlich. Die Sympathen sind freiwillige Helfer, die beim Projekt Augsburg City mithelfen, den Bürgern und auch den Nahverkehrnutzern Informationen zu geben zum neuen, zum Umbau des Königsplatzes und der ganzen Innenstadt. Man merkt richtig die Begeisterung, die jetzt langsam zum Vorschein kommt. Die Skepsis, die am Anfang da war, die ist jetzt ein bisschen verdrängt zugunsten einfach dieser Vorfreude auf den fertigen Königsplatz. Aktuelle Infos zu allen Projekten gibt es in der Infobox am KÖ oder unter www.projekt-augsburg-city.de. Wir informieren Sie, denn Zukunft kann keiner allein.